Sieh dich oft mit deinen Töchtern, Lula, Luna, Lilly und Emma, aber nie mit Lola, dem deutschen Filmpreis. Ich und über 6 Millionen Zuschauer, die keine Hasen gesehen haben, zum Beispiel, fragen sich, wie man einen derart populären Film so zielstrebig übersehen kann. Egal. Kritiker, die nach geistiger Vollbeschäftigung suchen, lässt du lächelnd ins Leere laufen. Statt bleischwer, lieber leichtfüßig oder barfuß. Barefoot heißt auch deine Filmproduktion. Der bewegte Mann. Dein erster Riesenerfolg ist eigentlich auch das Motto deines Berufslebens. Du bewegst die Menschen, auch mich. Till, ich beglückwünsche dich zu deinem Preis, den St. Georgs-Orden der Semperoper. Till Schweiger. Erstmal ganz herzlichen Dank an den Semper Opernball für diesen Preis. Den habe ich noch nie bekommen. Ich freue mich sehr, ich fühle mich geehrt und nehme das auch als Ansporn, weiterzuarbeiten und noch mehr Leute ins Kino zu locken und zu unterhalten und zu bewegen. Und ich finde das Ambiente hier gigantisch. Ich war noch nie hier. Es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gebäude. Und draußen die Stimmung auf dem Platz finde ich auch ganz toll. Also ich bin wahnsinnig froh, hier zu sein. Danke, Opernball, danke Dresden und danke Thomas Kretschmann für die schöne Laudatio. Lauter Dresdner Stadtmusikanten warten jetzt auf ihren großen Auftritt und sie alle haben ein Instrument mitgebracht, von dem die Politiker bei den nächsten Wahlen eigentlich nur träumen können, nämlich ihre Stimme. Es gibt zwei wunderbare Wege der Völkerverständigung: gemeinsam lächeln und gemeinsam singen. Am liebsten natürlich den Kanon Dresden lächelt. Das wollen wir jetzt tun mit dem Philharmonischen Kinderchor Dresden, dirigiert von Gotthilf Fischer, und natürlich mit den vielen Tausenden hier auf dem Theaterplatz. Bitte schön, Herr Fischer.